Einen wunderschönen guten Tag, meine Pokerfreunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video des Pokémon-Sammelkartenspiels. Heute habe ich für euch die Matchless Fighters im Angebot. Die wurden ja schon innerhalb vom 19. Februar offiziell angekündigt. Und da haue ich euch jetzt mal schnell die ganzen News rein, die wir momentan bekommen haben. Heute gab es wieder eine neue News, beziehungsweise gestern, Ende Februar also. Und das gucken wir uns alles an. Also, Matchless Fighters wird das neue Set sein, was in Japan erscheinen wird. Hat ebenfalls Ichigeki und Rengeki, was so viel heißt wie fokussierter Stil und der fließende Stil. Hier sehen wir schon ein paar Beispielkarten, unter anderem die beiden Wulaosu, aber auch Logok und Lashoking. Und hier haben wir schon einige interessante Informationen, zum Beispiel hier, das Subset wird 70 Karten enthalten, mit Secret Rares ist ganz klar, kommt am 19. März. Der Preis sind ungefähr 5000 Yen. Also, das werden vielleicht um die 45 bis 50 Euro sein. Und eine Boosterbox enthält wie immer 30 Packs, wobei ein Pack 5 Karten hat. Also im Prinzip die Hälfte von unseren Packs. Aber es sind trotzdem einige seltene Karten drin, also in so einer Boosterbox. Fangen wir nun also an, uns die Karten anzugucken. Hier haben wir zum einen das reguläre Blaziken, also Logok, was 210 KP hat, ist der fließende Stil. Das Artwork ist hammer nice. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Artwork findet. Ich finde, das sieht glorreich aus, also wirklich. Es macht mit zwei farblosen Energien 50 Schaden, hat hier noch einen Angriff mit zwei Feuerenergien und zwei farblosen Energien, was 210 Schaden macht. Hierbei muss es dann aber zwei Energien ablegen. Ist natürlich nicht so cool. Funktioniert aber optimal mit der VMAX-Variante, denn die VMAX-Variante, das sehen wir hier, hat zum einen 320 KP und hat Angriffe, die jeweils nur zwei Energien brauchen, insgesamt. Zum einen haben wir hier eine Feuerenergie macht 60 Schaden, da kann der Gegner dann nicht zurückziehen, wie hier steht. Und bei dem zweiten Max Blaze kann man zwei Pokémon auf der Bank auswählen, also die einen fließenden Stil haben, und kann dann jeweils eine Energie anlegen. Und das ist ultra krass, ein ultra krasser Accelerator und macht zudem auch noch 130 Schaden und ist eben eine VMAX-Variante. Der Nachteil ist natürlich, man kriegt drei Preise, wenn man das Pokémon ausnockt. Aber als Accelerator ist das richtig cool. Also man kann dann auch gleich diese Feuerenergie nutzen, die man abgelegt hat von dem normalen Logok V und kann das dann seinen Pokémon gleich wieder anlegen. Das ist eine ziemlich coole Variante, finde ich. Und an sich auch, das Artwork, also die Dinger sind echt der Wahnsinn. Also für Matchless Fighters, die sehen richtig genial aus. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch den guten Gala Lashoking. Diesmal mit Ecchigekki, also fokussiert das Stil 220 KP und nicht Pokémon, ganz klar. Dann haben wir hier eine Fähigkeit, die ja, steht hier. Da kann man eine Karte von der Hand ablegen und wenn man das macht, kann man drei neue Karten ziehen. Also das ist eine ziemlich coole Variante eigentlich, um viele Karten ziehen zu können. Braucht man auch keine Trainerunterstützung im Prinzip. Also kein, ja früher war es Bill, ich weiß gar nicht, wer jetzt die zwei Karten oder drei Karten ziehen lässt. Das weiß ich momentan gar nicht. Und dann haben wir hier noch Spell of Ruin. At the end of the opponent's next turn, the defending Pokémon will be knocked out. Also das ist sowas wie Abgesang, wenn man das spielt. Und der Gegner nicht austauscht, dann wird das verteidigende Pokémon besiegt sein. Also das ist ein absolut krasser Move für eine normale V-Karte, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier auch noch Galarian Slowking, also Lashoking, in der VMAX-Variante. Der hat diesmal hier zwar nur 10 Schaden, aber ist natürlich so ein krasser Giftmacher, denn das aktive gegnerische Pokémon ist dann vergiftet. Aber zwischen den Zügen werden nicht eine Schadensmarke draufgelegt, sondern 12. Also das ist richtig krass. So kann ein normales V-Pokémon maximal zwei Zwischenzüge überstehen, weil sonst ist es dann K.O. Und auch ein V-Max-Pokémon würde nur drei Züge überstehen, weil 12 Damage-Counter sind einfach nur insane. Die sind wahnsinnig krass. Dann haben wir auch noch ein paar Supporter-Karten. Hier haben wir einmal den, wie hieß du denn nochmal? Der Arena-Leiter von der Höhenregion, ich glaube, hieß der Tasso? Hieß der Tasso? Schreibt mal in die Kommentare, ob der Tasso hieß. Hier kann man natürlich nach drei Basis-Rapid-Strike-Pokémon suchen aus dem Deck. Also den fließenden Stil Rengeki. Und kann sie auf die Bank packen. Das ist richtig cool, weil es ja auch viele Karten jetzt gibt, die den fließenden und fokussierten Stil haben, die keine V-Karten sind. Das ist so ein bisschen dieser neue Playstyle. Das ist richtig nice. Und hier haben wir auch noch was für Ichigeki, also für den fokussierten Stil. Das ist die Melanie. Ich glaube, die ist Melanie auf Deutsch. Das ist die eine von der Top 4 aus der Johto-Region. Und wenn man die benutzt, dann fügen die Single-Strike-Pokémon in dem Zug 20 Schadenspunkte mehr zu.
für jede Preiskarte, die der Gegner schon genommen hat. Also heißt es zum Beispiel, hat mein Gegner vier Preiskarten genommen und ich benutze diese Karen, dann mache ich 80 Schadenspunkte mehr an dem Zug. Das ist extrem. Also es ist wirklich, es passt schon so zueinander. Also der fließende Stil, der ist so ein bisschen, ja, es kommt wie eine Welle und dann hat man viele Pokémon und Ichigeki fokussiert das Stil, ist Einschlag und One Punch Man alles weghauen. Das ist schon ziemlich krass. Dann haben wir hier noch das Echohorn. Ich sehe die Karten übrigens auch gerade so ein bisschen zum ersten Mal. Ich habe mir noch gar nicht so recht angeguckt, was die hier alle machen. Ja, wer mal faul ist, nicht wahr? Da haben wir hier das Echohorn, ebenfalls für den fließenden Stil. Da kann man ein Basis-Pokémon von your opponent's discard pile onto the bench. Ach so, da kann man von dem Gegner ein Pokémon von dem Ablagestapel auf seine Bank packen. Was das jetzt im Prinzip bringen soll, ist fragwürdig, aber es gibt ja viele Kombinationen, die ich so als TCG-Noob nicht so ganz verstehe. Das wäre eine davon. Vielleicht, dass man die irgendwie ausgetauscht kriegt oder Bankschaden macht und dann vielleicht auch ein Basis-Pokémon und man macht viele Schaden auf der Bank und braucht nur eine Preiskarte, dann ist das vielleicht ganz nice, aber sonst würde mir nichts einfallen, jetzt so spontan, was man mit dem Echohorn anfangen soll. Dann haben wir hier die Willkommenslaterne, ist von Ichigeki. Und da kann man einen Single Striker Supporter von dem Ablagestapel auf die Hand nehmen. Das ist richtig cool. Hier steht auch der Ghost All Hope of a Versus Seeker Reprint. Ja, der Versus Seeker, das war auch sowas, wo man diese Supporterkarten von dem Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen konnte. Das gab es zumindest, ich glaube, zu XY-Zeiten. Scheint ganz nice zu sein. Oh, hier sehen wir so noch Inteleon. Das ist ja jetzt auch gar nicht so uninteressant. Ebenfalls im fließenden Stil, hier haben wir Rapid Shooter. Während des Zugs kann man zwei Damage Counter auf ein gegnerisches Pokémon legen. Das gab es früher zu Quajutsu-Zeiten auch schon mal mit den Schattenschuriken. Und dann haben wir hier Waterfall mit zwei Farblos-Energien, 70 Schaden. Ich denke mal, es zielt eher darauf ab, den Rapid Shooter zu nehmen, also die Ability. Da wurde auch viel entwickelt und irgendwie zurückentwickelt oder viele Quajutsu und dann immer 20 Schaden gemacht und dann hat man vier davon und ja, es ist extrem. Also ich habe mal gegen eins gekämpft, gegen so ein Quajutsu-Team. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da abging und plötzlich war ich besiegt gewesen. Dann haben wir hier Flegelion, die Vorentwicklung. Macht mit Bounce zwar nur 40 Schaden, aber man kann dieses Pokémon dann mit einem Pokémon auch von der Bank austauschen. Ist im Prinzip nein, also ist ganz okay. Wenn man es dann auf der Bank entwickelt, dann hat man dann Inteleon, kann den Rapid Shooter benutzen. Ist ganz nett. Dann haben wir hier Memmion, jetzt muss ich erstmal überlegen, Memmion, hier kann man ebenfalls sein Deck absuchen nach Basis Rapid Strike Pokémon und die auf die Bank packen. Das ist auch ganz cool, spart im Prinzip die Supporterkarte und hier haben wir den Double Spin, da kann man bis zu 40 Schaden machen, wenn man zweimal Kopf gewürfelt hat, also die Münze zweimal Kopf geworfen hat, praktisch. Dann haben wir hier Beedrill, ich muss immer sagen, Beedrill ist momentan so im TCG einfach richtig extrem krass. Weil ich finde, diese Angriffe, die sind einfach extrem. Es braucht erstmal nur eine Energie. Es ist zwar ein Stufe 2 Pokémon, hat 130 KP, das ist jetzt nicht die Welt. Aber wir haben hier einmal den Jet Spear, macht 110 Schaden mit einer Energie. Da muss man eine Energie ablegen danach. Oder hier dieser Persistent Strike. Wenn das gegnerische Pokémon eine Spezialenergie angelegt hat, dann ist es besiegt. Und das ist extrem. Es ist extrem krass. Hat es eine Spezialenergie und wenn es ein V-Max-Pokémon ist und hier Persistent Strike, zack, bum, peng, ist es weg. Das ist ultra krass. Hier haben wir dann Kokuna mit dem Härtner. Also es kriegt dann 40 Schadenspunkte weniger, nachdem es den Angriff benutzt hat. Das ist okay. Und hier Hadronio, ja, mit dem Stachler oder wie auch immer, macht 20 Schaden. Ist jetzt auch nicht die Welt. Jetzt kommt hier Wulaozu. Das ist zum einen das Unlicht-Pokémon, also der fokussierte Stil. Hier hat man einmal den Field Crush, da macht man 50 Schaden und die Stadionkarte des Gegners ist weg. Oder beziehungsweise an sich jede Stadionkarte. Und hier haben wir den Carnage Knuckle, das klingt lustig. Wenn das gegnerische Pokémon, ah nein, wenn dieses Pokémon Schaden genommen hat, dann macht es 100 Schaden mehr. Und das ist extrem. Stellen wir uns vor, wir haben vielleicht auch von diesem Rapid Shooter 20 Schadenspunkte abbekommen, haben wir immer noch 120 KP und machen 200 Schaden. Mit einem Basis-Po, also mit einem Stufe 1 Pokémon. Was jetzt keine V-Karte ist oder so. Also man kriegt nur eine Preiskarte davon. Ist extrem. Ich finde es wirklich krass. Dann haben wir hier nochmal Wulaozu im fließenden Stil. Also ich muss auch wirklich sagen, die Karten sehen echt gut aus. Das wird die Holo-Variante sein, weil hier diese kleinen Rillen drin sind.
Ja, natürlich ist das die Holo-Variante. Hier sieht auch richtig cool aus, so mit diesen geschwungenen Fausthieb. Das ist richtig krass. Hier haben wir einmal einen 40-Schaden-Angriff, der ist okay. Und hier der Rapid Rush, der ist auch nicht schlecht, denn diese Attacke fügt 30 Schadenspunkte für jedes Rapid Strike Pokémon im Spiel zu. Das heißt, wenn wir jetzt 5 Pokémon davon auf der Bank haben und er ist das sechste, dann haben wir 150 Schaden regulär. Damit würden wir ihn dann auch sofort ausnocken können, aber er würde mit Schaden den auch sofort ausnocken können. Also das ist schon interessant. Wenn der Gegner dann auch noch Rengeki spielen sollte, also den fließenden Stil, dann würde sich das natürlich auch noch erhöhen und da würde man ein gigantisches Damage-Potenzial haben. Also das ist schon krass. Ich würde mir wünschen, dass der vielleicht sogar in Gold Rare kommen würde, weil das wäre so eine Karte, wenn die genial aussieht, also wirklich, die wäre wirklich cool. Hier haben wir Kapfu dazu, also da. Wie hieß du denn nochmal auf Deutsch? Daruma? Nee. Doch. Daruma. Ich glaube, er hieß Daruma Kapfu. Hat hier zum einen das Training, dass man eine Basisenergie aussuchen kann aus dem Deck und es an das Pokémon anlegen kann. Und hier ist der Ellenbogenschlag, wie auch immer. Macht 60 Schaden für 3 Energien. Ist jetzt im Prinzip nicht so krass, aber es zielt halt darauf ab, es zu entwickeln. Also ist das einfach, ist das in Ordnung. Hier haben wir noch ein paar Promos, die kann man kriegen, wenn man hier diese Produkte erwirbt. Ist im Prinzip nichts Neues, nur dass die beiden Pokémon anstatt V-Max das normale Dynamax haben, dass sie hier die Giga-Dynamax-Form haben. Ist im Prinzip unwichtig, aber ihr könnt es euch ja durchlesen. Der Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung denn. Kommen wir aber nun zum weiteren, denn wir haben noch mehr, was wir hier sehen können. Und zwar gibt es die legendären Vögel. In der Gala-Variante ebenfalls in Matchless Fighters. Hier haben wir einmal Lavados mit Hellfire Wings. Once per turn you may attach a Darkness Energy from a Discard Pile to this Pokémon. Also man kann einmal während des Zugs eine Unlichtenergie aus dem Ablagestapel an dieses Pokémon anlegen. Es kann dann diese Fähigkeit nicht nochmal anwenden, natürlich in dem Zug. Es gibt nur einmal pro Zug. Und mit dem Aura Burn machen wir 190 Schaden, brauchen 3 Energien, zweimal davon Unlicht. Und es fügt sich 30 Schadenspunkte selber zu. Ist okay. Also man kann schnell accelerate mit Hellfire Wings. Aber sonst, ja, 30 Schaden ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Sage ich mal so. Dann haben wir hier Gala Arctos. Das macht mit seinem Psychic Beam erstmal 110 Schaden. Und das gegnerische Pokémon ist verwirrt. Und hat ebenfalls eine Fähigkeit, die man einmal während des Zugs benutzen kann. Da kann man 2 Karten von der Hand ablegen. Und wenn man das macht, kann man eine Karte ziehen. Ist nice, ja, aber ja, okay. Es ist nice to have, sagen wir es mal so. Aber ich sehe jetzt nicht so Potenzial in Gala Arctos, ganz ehrlich gesagt. Und hier haben wir Gala Zapdos. Zapdos war früher immer mein Lieblingsvogel von den dreien. Schreibt in die Kommentare, welchen Vogel ihr favorisiert. Ich finde den auch hier cool mit den Fighting Typing sozusagen. Und hier hat es natürlich den Fighting Instinct als Ability. Dieses Pokémon verbraucht eine Energie weniger für jedes gegnerische Pokémon V im Spiel. Das heißt, hat der Gegner 3 Pokémon V im Spiel, braucht sein Angriff nur eine Fighting Energy. Und das ist ultra krass. Das ist wirklich ultra krass. Und hier haben wir dann den Thunderous Kick, der macht dann 170 Schaden. Wie gesagt, und ja, bevor man den Schaden austeilt, kann man eine Special Energie vom gegnerischen Pokémon ablegen. Das ist richtig extrem. Das ist wirklich krass. Das ist echt nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Sie sind allesamt ganz nice, muss ich wirklich sagen. Sie sind ganz nice. Und wie gesagt, die sollen in Matchless Fighters drin sein. Ist nicht schlecht. Wobei hier steht 19.02. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Vielleicht gibt es ja auch, ja, die wurden im Prinzip geleakt in den speziellen Regionen aus Japan und dann werden die trotzdem in Matchless Fighters dann dazukommen. Kommen wir nun aber zu der letzten News von Matchless Fighters. Hier haben wir unseren Boy, den guten Galarian Sirfetch'd, beziehungsweise Lauchzelot. Der kommt in Kombination mit dem Galarian Chestplate, also mit dem Brustpanzer. Der lässt nämlich jedes Pokémon, was Gala im Namen trägt, 30 Schadenspunkte weniger an Schaden sozusagen nehmen. Wenn diese Karte angelegt ist, also ein Pokémon-Tool sozusagen, 30 Schadenspunkte weniger durch Angriffe ist richtig krass. Und hier haben wir natürlich das Galarian Sirfetch'd, also er hat Gala im Namen lustigerweise, obwohl es nur Lauchzelot eigentlich nur in Gala gibt. Macht mit seinem Pack 40 Schaden, also mit einer Energie. Und hier hat er noch den Leak Strike, der macht 70 Schaden. Aber wenn dieses Pokémon ein Tool angelegt gekriegt hat, dann macht es 90 Schadenspunkte mehr. Das funktioniert einwandfrei mit diesem Galarian Brustpanzer. Denn so macht es dann einfach mal flotte 160 Schaden. Mit diesem Angriff als Phase 1 Pokémon
kriegt 30 Schadenspunkte weniger. Das ist einfach nur krass. Das ist wirklich krass. So, jetzt seid ihr aber an der Reihe. Was haltet ihr momentan von Matchless Fighters oder bisher, sagen wir so, was haltet ihr bisher davon? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Für Kritik und Anmerkung bin ich immer zu haben, immer in die Kommentare damit. Und sonst sehen und hören wir uns in neuen Pokémon-Videos, die News behandeln, das Kartenspiel oder das Videospiel. Also Leute, bis dahin und macht's gut, euer Xetra. Tschüss! Yeah.